Zweiter Durchgang läuft. Zwei Wechsel also bei Hannover. Die Iren bislang unverändert. Die Gastgeber aus der Bundesliga in Rot von links nach rechts. Die Gäste aus Irland in Blau. 1-0 Torschütze, falls Sie sich erst später zugeschaltet haben. Karim Hagi nach gut einer halben Stunde. Kopfballtor nach Freistoß von Czabolcz Puszczi. Die erste Aktion von Rubic. Ja, ein bisschen verdaddelt der Ball. Von John Russell. Hannover schon mit der nächsten Welle wieder. Rausch. Puszczi. Auf den Polen gezogen. Honorar ist ein Eckball. Der sechste. Für die Hausherren. Tor! Ganz stark gespielt. Rausch aufmerksam auf den kurzen Pfosten. Da steht Mario Eggimann. Das ist ja auch kurios. 2-0 Hannover. Zweimal die Innenverteidiger, zweimal per Kopf. Aber jetzt schöner das Tor, weil schnell gestaltet an einer Standard. Schauen Sie mal, mit welchem langem Anlauf der Eggimann da reinstartet. Hier noch gar nicht zu sehen und dann kommt er plötzlich rein. Resoluter Kopfstoß wird ihm gut tun. Dem Schweizer. Und nicht die Spur einer Abwehrchance für Brandon Clark im Kasten. Der Männer aus Dublin. Also Bundesliga aufgemerkt. Hannover macht mit Kopf. Und bei den 96ern kommen die Innenverteidiger gerne mit nach vorne. Erster Bundesliga-Gegner hier am Sonntag des ersten Spieltages. Schalke 04, das immer nette Duell. Mirko Slomka gegen seine ehemalige Mannschaft, die Schalker. Dann geht es nach Wolfsburg. Dann kommt Werder Bremen zum nächsten Nordduell hierher. Dann geht es nach Hoffenheim, dann kommt Nürnberg. Also das ist ein angenehmes Auftaktprogramm. Mannschaften, die man eher oben erwartet. Oder auch welche, die man nicht ganz auf dem Niveau sieht von Hannover. Man darf gespannt sein. 96er, die einzige Mannschaft, die einzige, die in der vergangenen Saison kein einziges Heimspiel verloren hat. Als einziges Team, auch nicht Borussia Dortmund, der deutsche Meister verlor zu Hause gegen die Hertha. Das einzige Team, das zu Hause keinmal verlor. Und 96er, der letzte Dortmund-Bezwinger. Borussia Dortmund seit 28 Spielen ungeschlagen. Das letzte Mal hat Jürgen Klopp mit seiner Mannschaft in der Bundesliga hier in diesem Stadion verloren. Mit 1:2 in der Schlussphase zweimal Didier Yacona. Und der ärgert Slomka Jürgen Klopp heute noch mit und sagt, was willst du denn? Bei uns gewonnen? Nee, habt ihr nicht. Hannover wirkt einen Tick spritziger jetzt zu Beginn der zweiten Hälfte und einen Tick griffiger, williger. Haben sich warm gespielt und möglicherweise wird das dann doch noch ein Fußballfest hier in der AWD Arena. Fergen komplett abgemeldet heute. Chambers auf O'Brien, das ist Fergen gegen den Torschützen Mario Eggimann. Foulspiel. Vertrag von Eggimann läuft aus am Ende der Saison. Mal sehen, wie es weitergeht. Mit Christopher Avevor haben sie schon eine Art Backup für ihn. Avevor, den Hannover gerne noch ausleihen würde für diese laufende Spielzeit an einen ambitionierten Zweitligisten. Da gibt es möglicherweise Interessenten.
und Angebote. Aber Avevor braucht noch ein Jahr Spielpraxis, so sein Trainer Mirko Slomka. O'Brien mit dem Freistoß. Nachschuss von Birmingham. Abdelaue, Foulspiel. John Russell im Zivilberuf in einer Behörde tätig, sitzt bis 16 Uhr am Schreibtisch. Konnte den Rausch sehr offensiv im zweiten Durchgang. Einer, der eigentlich vorne links im Mittelfeld häufig spielt bei den 96ern. Letzte Saison mit vielen guten Torvorlagen. Aber Stammposition dort hinten links eigentlich bei Christian Pander. Der hat letzte Saison sogar 7 Treffer vorbereitet in der Bundesliga. Nebenher noch 2 erzielt. Und auch im Hinspiel in Dublin war Pander ja erfolgreich. Andreasen. Busti stark gelöst. Ihren kommen im Moment nicht mehr so nach. Gilt vor allen Dingen für den jungen Forrester. Agi Cirondolo. Gut gespielt auf Da Silva Pinto. Arthur, so wie ich. Sauber gelöst. Cirondolo. Bananenflanke. Die starken linken Fuß, so wie ich. Stindel. Oh, nageln sie schön für am eigenen 16er fest, aber das war abseits. Einen Tick zu brasilianisch. Zu viel Tiki-Taki. Und dann war einer in der verbotenen Zone. Nämlich Coca Rausch. Das ist eigentlich auch eine witzige Woche, wenn man sich das mal überlegt. Bei den 96ern St. Patrick Athletics, 2 Tage später Manchester United und 3 Tage später der VfL Osnabrück. Also da wechselt es schon ordentlich in der Gegnerschaft und sicherlich auch im Anspruch der Spiele. Stindel. Foulspiel. Ah, die Iren gehen jetzt, da die Kräfte schwinden. Ein bisschen resoluter zu Werke hier gegen den Ungarn. Szabolcs Husti, der in dieser traumhaften Metropole St. Petersburg 3,5 Jahre gelebt und gewirkt hat. Am Ende war die Konkurrenz zu groß. Es zog ihn zurück in die Bundesliga. So, Brandon Clark, beide Hannoveraner Tore bislang aus Standards resultiert. Einmal aus Freistoß, einmal aus Eckball. Das haben sie ganz gut trainiert. Andreasen, nächster Eckstoß, es ist der 7. Was wird der froh sein, wieder im Trikot über den grünen Rasen zu laufen. Leon Andreasen, 2 Jahre, über 2 Jahre. Kein Spiel gemacht. Bittere Zeit für einen Profi. Mittlerweile ist er auch 29. Da Silva Pinto, Andreasen, die beiden Sechser. Ja, warum denn nicht? Im Hinspiel nach 6 Minuten aus 20 Metern eingenetzt.
Er hat nichts verlernt, der ehemalige